Fertig, guck mal in Discord unter Allgemeines. Das muss jetzt aber wichtig sein. Was soll ich da jetzt lesen? Wenn Leute die wirklich neuen Icons bekommen, dann kann man gut gegen das Feature-Team in Squad Ballot spielen. Da sind nur Teuter drin und man kann unendlich innerhalb dieser Woche gegen das Team spielen. Leute, warte, was? Wenn heute wirklich die neuen Iconsoft-Aufgaben kommen sollten, dann kann man gut gegen das Featured-Team in Squad-Battles spielen. Da sind nur Teuter drin und man kann unendlich oft innerhalb dieser Woche gegen das Team spielen. Und das kommt von Borjan. Und Borjan ist der einzige Mensch, der jedes Wochenende nur Squad-Battles spielt. Wie OP ist das denn? Da bekommt man aber keine Punkte, oder? Oder irgendwie nur einmal Punkte? Boyan, du bist ein Genius. Boyan, bist du im Stream? Aber ganz ehrlich, einzelne Chat, wenn ihr so auf die Punkte scheißt, Hauptsache Squad Battles ist easy. Junge, wenn das nicht der größte Einser-Spam überhaupt gibt, die können die Punkte geschenkt haben, dieses komische 5K-Pack, was ich da immer kriege, weil ich in Silber 1 bin in Squad Battles, ist mir so scheißegal. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber wieso stell die den Team of the Donnarumma ins Tor? Aber egal, wenn du nur gegen Torhüter spielst, ist das ja übel easy. Das ist ja übel easy, das ist ja richtig nice. Boah, Junge, das merke ich mir. Schenk dir mal einen Sub, Boyan ist hier, der ist, glaube ich, Sub und VIP und